Der Hauptbahnhof von Leipzig ist Ihr Schlaf- und Ihr Arbeitsplatz. Haben Sie vielleicht ein paar Groschen, bitte? Obdachlose, verarmte Menschen und Suchtkranke, die hier gestrandet sind, wie Heiko aus Altenburg. Das ist das, was ich jeden Tag brauche. Sie wohnen in ehemaligen Lagerhallen hinter dem Bahngelände in Elend, Dreck und Hoffnungslosigkeit. Die Lagerhallen verschwinden nach und nach. Und die Menschen? Verdammte Scheiße! Ich muss jetzt aufgeben, ich kann nicht mehr! Seit 4 Jahren drehe ich in der Szene rund um den Hauptbahnhof. Ein schwieriges Unterfangen. Misstrauen und Scham sind ständige Begleiter. Und doch ist es mir gelungen, langjährige Kontakte aufzubauen. Zu Sigi, zu Nadine, die seit über 2 Jahren nicht mehr trinkt, zur obdachlosen Melanie, die schon wieder auf der Straße ein Kind gebar, zu André, der seit über 20 Jahren drogenabhängig ist, und zu Franz, der plötzlich und viel zu früh verstarb. Herbst 2020. Auf einem Parkplatz am Leipziger Hauptbahnhof bereite ich meine Kameratechnik vor. Ich drehe meist allein und nur mit kleinem Equipment. Mir sind die persönlichen Kontakte und Gespräche mit den Protagonisten sehr wichtig. Die Kameratechnik darf dabei nicht zu dominant wirken oder einschüchtern. Ich bin mit Siegfried Bern, den alle nur Sigi nennen, verabredet. Sigi schaut auf die Trümmerlandschaft, die eine Zeit lang auch sein Zuhause war. Hier standen Lagerhallen, in die sich wohnungslose Menschen einquartiert hatten. Sie haben hier mal gewohnt, ja? Ja, ich hatte mal hier gewohnt, genannt gehaust. Hat sich seitdem Ihr Leben verbessert, verschlechtert? Ja, nie verbessert, aber ohne verschlechtert. Ich meine, ich lebe. Ich habe meine eigene Wohnung. Ich weiß, wo ich hin kann. Und unser Gespräch wird durch 3 Bundespolizisten unterbrochen, die plötzlich auftauchen. Na, hallo Jungs. Offenbar alte Bekannte. Ja, bei mir ja. Ich habe, wie gesagt, hab meine Wohnung und alles. Geh wieder nach Hause. Ich würde mal wieder hier sein. Okay, na dann. Ihr kennt euch? Ja, klar kennen wir uns. Jahrelang. Jahrelang kennen wir uns damals. Weil damals gab es nur Ärger auf dem Hauptbahnhof hier. Nur Ärger. Der Hauptbahnhof von Leipzig ist, wie Bahnhöfe in anderen Großstädten auch, zum Treffpunkt von Bettlern, Drogensüchtigen und Trinkern geworden. Ein Ort mit viel Konfliktpotenzial. Hier treffe ich Sigi zum ersten Mal. Er bettelt. Er bettelt, weil sein Hartz IV massiv gekürzt wurde. Viel hatte er damals nicht im Rasselbecher. Das sind 3,10 Euro. Das ist schon wieder was im Leben. Ne? Mit einem geregelten Leben hat es bei Sigi selten geklappt. Im Januar 2017 bin ich dabei, als er seine Wohnung verliert. Ein Mieter hatte sich mehrfach über Lärm beschwert. Sigi kann sich nicht recht erinnern, weil zu oft war Alkohol mit im Spiel. Die Wohnungsübergabe dauert 15 Minuten, dann ist Sigi obdachlos. Auf die Straße gesetzt am kältesten Tag des Jahres. Der zweifache Vater steuert die leerstehenden Hallen hinter dem Hauptbahnhof an. Ich bin's. Bei Nadine, einer Kumpeline, wird er vorübergehend Quartier finden. Boah. Im nächsten Frühjahr ein Wiedersehen mit Sigi. Guten Morgen, Mädels. Wie sieht denn das hier schon wieder aus? Sigi, bist du heute wieder Fernsehstar oder was? Ihr seid doch schon wieder frisch. Sigi erzählt mir, er hätte geerbt. Er könne reich sein. Doch bevor er sein Erbe antritt, ein Schluck mit den Kumpels. Also mein erster Schnaps heute. Etliche Immobilien soll sein Vater besessen haben. In verschiedenen obdachlosen Unterkünften lagern Sigis Unterlagen. Er hat keinen Überblick, was sein Vater ihm hinterlassen hat. Ich habe alles hier drinne. Alles hier drinne. Aufbruch in Sigis alte Heimat.
In Neugersdorf in der Oberlausitz sollen sich Immobilien aus seinem Erbe befinden. Ach, Jahrzehnte nicht mehr hier gewesen. Ihm gehört offensichtlich dieses Grundstück. Hier muss es gehen. Das ist ja alles kaputt hier. Es war das frühere Wohnhaus seiner Großeltern. Ja, das ist das Ding. Kannst du klicken. Im Haus sieht es nicht gut aus. Eins scheint klar zu sein, diese Immobilie lässt sich nicht so schnell verwerten. Ach je. Im Chaos findet Sigi ein altes Familienfoto. Das Bild ist an die 70 Jahre alt. Irgendwie Verwandtschaft. Sigi hat etliche Immobilien wie diese geerbt und bekommt immer wieder Mahnungen und Zahlungsaufforderungen. Er soll Versicherungen und Steuern zahlen. Doch wovon? 2 Jahre später kümmert sich ein gesetzlicher Vertreter um das Erbe. Mit wenig Erfolg. Alles, was Sigi vom Erbe hat, sind immer neue Mahnschreiben. Grundsteuern bezahlen sollte ich. Oder soll Grundsteuern bezahlen, die ich aber nicht zahlen kann. Und wer kümmert sich um das Erbe? Da gibt es Wesen, wie der ist. Ich kann da keinen Namen, also ich kenne den nicht immer, den Mann. Ist jedenfalls ein Mann, der kümmert sich drum. Aber bis jetzt kam noch nichts raus. Dieser Mann ist der Vermögensverwalter? Ja, könnte möglich sein. Haben Sie mit dem mal gesprochen? Nein, hab den noch nie gesehen. Na, aber was ist denn mit dem Erbe? Ist das schon verwertet worden? Keine Ahnung, ich weiß nichts davon. Kein Schimmer. Sigi findet ein weiteres Schreiben. Einfamilienhaus. Das heißt, da gibt es ein Haus, für das sollen Sie Grundsteuern zahlen? Ja. Aber trotzdem müssten doch daraus Mieteinnahmen erwachsen. Na, wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon, nicht? Ich kann da keine Auskunft geben. Ich sehe da nicht durch. Es gibt eine gerichtlich bestellte Betreuerin und einen Vermögensverwalter. Über den Verbleib von Sigis Erbe geben diese weder Sigi noch mir gegenüber Auskunft. Ein weiteres Jahr ist vergangen. Sigi hat am Hauptbahnhof Hausverbot. Er verbringt seine Tage nun auf einem Platz im Leipziger Westen. Mann, du Erbschleicher, also echt. Ich hab was für dich. Komm rübergerutscht. Alter Opa. Alkohol ist das zentrale Element seines Alltags. Mehrere Therapien hat Sigi im Laufe seines Lebens besucht. Er widerwillig, wie er berichtet. Jetzt trägt er Handschuhe. Es ist das Corona-Frühjahr, wir sind im Lockdown. Sigi, wie kommen Sie durch diese Krise? Was hat sich für Sie verändert? Erstens, die Kneipe ist zu. Das ist scheiße. Siehste? Und wenn die Kneipe überlaufen wäre, wäre ich jetzt nicht hier, da würde ich da drinnen sitzen. Obwohl, schönes Wetter, was willst du? Hier, hallo. Thomas, hörst du mich? Da hängt immer eine alte Mutti Erbsensuppe dran. Jeden Tag. Da hängt noch ein Beutel mit Erbsensuppe. Kannst du essen. Die kommt jeden Tag her und hängt das dran für Leute, die auf der Straße leben. Leute, die helfen. Sigi ist beeindruckt. Er zeigt mir den sogenannten Nachbarschaftszaun. Siehst du, Gauler Hilfe essen. Na? So, und da gibt es immer eine Mutter, die bringt immer was rein in Gläsern. Na? Und die hängt die jetzt ans ganze Tor. Hallo, uns ist bis jetzt noch nichts passiert. Und wir wollen hoffen, dass das Leben so weitergeht, wie es ist. Weil wir sitzen jeden Morgen hier. Weißt du doch. Juli 2020. Sigi ändert tatsächlich nichts an seinem Leben und trinkt weiter. Die Folge eine schwere alkoholbedingte Erkrankung. Der 52-Jährige, der früher auch einmal Bergsteiger war, hat heute Mühe, Treppen zu steigen. In seiner Wohnung entdecke ich Medikamentenpackungen. Schmerztabletten sind das. Warum Schmerztabletten? Ja, hallo, ich habe Schmerzen. Richtig Schmerzen. Oh, das ist ja noch einer drinnen. Fress die Kleie. Nee, das geht nicht mehr drin. Sie waren beim Arzt? Ich war beim Arzt, ja. Und das wird böse ausgehen, denke ich mal, für mich.
Welche Krankheit? Sauerei. Leber? Leberzirrhose. Sonst sage ich hallo, ich scheiße nur noch gelb aus dem Arsch. Ich kann es so zeigen, kannst du filmen. Nicht? Wenn ich scheißen gehe, gelb. Alles gelb, 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 gelb. Naja, sagt er, gib mir noch ein halbes Jahr oder ein Jahr. Maximal. So, wie gesagt, ich will dann weiter saufen. Hallo, was habe ich denn zu verlieren? Ich habe niemanden mehr, außer mich selber. Mensch, Thomas, ich habe keinen Bock mehr, ey, echt. Unweit des Leipziger Hauptbahnhofs, Sigis altem Revier, treffe ich in einem Park Nadine. Die 31-Jährige könnte Sigis Tochter sein. Beide kennen sich seit langem. Anders als Sigi hat Nadine es geschafft, vom Alkohol loszukommen. Sie kümmern sich so ein bisschen um den Sigi. Ja, ein bisschen, man gibt sich Mühe. Aber der macht nicht mit. Naja, ne, kann auch nicht mehr, außer ständig aussteigen und fragen, ob er nur seine Wäsche mal gewaschen haben möchte oder nicht. Und dann kommt er mir mit Argumenten wie, na, der muss früh um 7 bei dir sein. Ich sage, nee, musst du nicht. Du kannst auch erst mal Bier trinken gehen und dann zu mir kommen. Deine Wäsche wäscht von Alena. Also muss gar nicht um 7 schon bei mir sein. Der sucht halt immer ganz schön Ausreden. Der ist halt müde, denke ich, also müde des Lebens quasi, denke ich, ein bisschen. Früher waren Sigi und Nadine Saufkumpanen. So, was soll ich haben? Ja, Zwerge. Cola. Nadine verlor mit 14 ihre Mutter. Seitdem hängt sie am Bahnhof ab. Im April 2017 ist sie 28, schwer alkoholabhängig und außerdem obdachlos. Es ist heutzutage echt schwer, eine Wohnung zu kriegen. Ich habe auch so eine Maßnahme vom Arbeitsamt gehabt. Und wir haben auch 100.000 Wohnungen angeguckt und alle haben so gesagt, nee, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Und wenn dann bloß irgendwo am Arsch der Welt, da bleib ich dann doch lieber hier in Alaska. Es wird ja jetzt so langsam wieder kalt. Nadine ist Mutter von zwei Kindern, die beide in Pflegefamilien leben. Einige Monate später. Nadine geht es schlecht. Sie gestützt sie. Allein kann Nadine nicht mehr laufen. Der körperliche Verfall der nicht einmal 30-jährigen Frau ist ganz offensichtlich. Trotzdem lehnt sie Hilfe ab. Auch meine. Wie sieht's bei Ihnen mit einer Therapie aus? Das ist nicht für mich. Ich therapiere mich selber, ich weiß, was ich falsch mache. Was denn? Naja, alles als eigentlich nicht. Aber naja, aber Nadine, offensichtlich sind Sie ja suchtkrank. Das heißt, also die Krankheit muss therapiert werden. Also ich muss sagen, ich muss auch mal nicht trinken, wenn ich will. Aber zur Zeit kann ich gerade nicht. Ich trinke schon weniger, deswegen bleib ich ja zu Hause. Mit zu Hause meint Nadine diese zugige ehemalige Lagerhalle. Einige Wochen später. Nadines Zustand hat sich verschlimmert. Seit wann liegt die Nadine jetzt hier im Krankenhaus? 2 Wochen. Sigi besucht Nadine im Krankenhaus. Sie liegt auf der Intensivstation. Sigi und die anderen saufen nicht nur zusammen, sie kümmern sich auch umeinander. Manchmal. Nadines Zustand ist dramatisch. Sie leidet unter einem schweren, alkoholbedingten Organversagen. Du packst das. Hm? Ja. Ich sag dann allen schönen Gruß, ne? Auf dem Bahnhof. Nadines Lehm hängt an einem seidenen Faden. Die Ärzte suchen bereits nach Familienangehörigen, damit sie Abschied nehmen könnten. Doch dann ein Wunder. Nadine überlebte. Im April 2020 treffe ich sie unweit ihrer neuen, eigenen Wohnung wieder. Also ich bin aus der Klinik raus und bin auch tatsächlich trocken geblieben. Also ich habe keine Therapie gemacht. Meine Freunde haben mich ziemlich unterstützt. Also ja, sie haben mich halt nicht von einem ferngehalten, so wie es die Ärzte immer probieren. Und das fand ich für mich war das eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt seit 3 Jahren trocken, habe meine eigene Wohnung. Du warst damals sehr krank.
Fühlst du dich heute gefährdet in dieser Corona-Zeit? Ich bin ein kleiner Hypochonder, muss ich sagen. Also tatsächlich, wahrscheinlich ja, irgendwie schon, weil ich keine Lust habe, mit dem Saufen aufgehört zu haben, um jetzt an einer starken Grippe zu sterben. So, das ist prinzipiell schon mal, ja. Es ist komisch, weil jeder darüber redet, überall und immer. Und Corona hier und Corona da. Und da merkt man schon bei sich selber, wie man die Leute anguckt, wenn sie so ein bisschen zu nahe kommen. Also man guckt sie schon böse an, auf jeden Fall. Einfach unbewusst. Rückblick. Im bitterkalten Januar vor fast 3 Jahren treffe ich Nadine und ihren damaligen Freund Alex zu einem Frühstück. Den Tisch decken sie sich in einer der Lagerhallen. Nadine ist an diesem Morgen noch nüchtern. Daher wage ich, ein für sie heikles Thema anzusprechen. Fehlen Ihnen Ihre Kinder? Meine Kinder fehlen mir natürlich. Aber ich möchte mich da jetzt ehrlich gesagt nicht reinhängen, weil sie da, wo sie sind, gerade echt gut aufgehoben sind. Es wäre sehr egoistisch von mir, mich da reinzuhängen, weil ich nicht sagen kann, ob mein Leben konstant bleibt. Deswegen warten wir erstmal ab. Das machen wir mit dem Sozialcoaching dann. Und dann, selbst dann werden wir sehen. Und heute? Hatten Sie Kontakt zu Ihren Kindern? Zu meiner Tochter. Vor einem Jahr habe ich sie mal getroffen und wir haben uns unterhalten. Es ist schwierig. Sie hat dann erstmal gesagt, dass sie zurzeit keinen Kontakt wünscht. Man muss halt auch erstmal alles ein bisschen verarbeiten. Kann ich voll und ganz verstehen. Ich habe auch nicht erwartet, dass sie Jubelfreude und ja, ich habe sie lieb. Ich habe sie lieb und ich hoffe, dass es gut geht, genauso wie meinem Sohn. Der möchte zurzeit halt auch keinen Kontakt. Und ich bin immer für sie da, wenn sie mal doch irgendwas haben. Es gibt ja auch Zeiten, kann ja auch passieren, dass sie mal irgendwie absacken oder so. Dann können sie gerne zu mir kommen. Also ich spreche ja da aus Erfahrung. Vielleicht gar kein Problem, aber ich möchte sie nicht drängen. Ich habe sie ganz so lieb und wollte eigentlich bloß, dass es ihnen gut geht. Und das scheint ihnen zu gehen und das ist wichtig. Am Hauptbahnhof treffe ich im Winter vor 2 Jahren einen neu Zugereisten, Franz aus Bayern. Er ist gerade in diese kleine Hütte gezogen. Ja, es schaut immer noch ziemlich chaotisch aus, weil ich gerade wieder am Umbauen bin. Und natürlich das ganze Material und mein ganzes Zeug, was ich brauche, und dann teilweise noch Sachen von anderen Leuten. Ich lebe hier, ja. Zur Mittagszeit hält vor Franz Hütte ein LKW. Ja, Wahnsinn, Mann. Du kommst ins Fernsehen. Regelmäßig kommt der Fahrer vorbei, um zu helfen. Der hat mir jetzt so Bockwürste vorbeigebracht. Die haben halt ein Herz für ihre Mitmenschen. 3 Monate später ein Wiedersehen mit ihm. Hallo Franz, wo ist der Eingang? Hier. Rund um seine Hütte hat er eine Kunstinstallation aufgebaut, wie er mir erzählt. Das ist eine Trash-Art-Installation. Das ist, was Sie hier sehen, ist alles entweder geschenkt von Leuten als Spende oder es ist aus Containern rausgefischt oder es ist irgendwo gefunden worden oder aufgelesen worden. Und das, was hier ist, das habe ich alles zusammengetragen. Und es hat erstens den Zweck, dass es zum zweiten Mal recycelt wird und zweitens den Zweck, dass es als Material dient oder umgebastelt wird zu Materialien, die zum Beispiel artfremd sind. Also das ist eine Satellitenschüssel gewesen, die brauche ich persönlich nicht zum Fernsehen, sondern ich brauche die nur, um das Feuer so weit zu schützen, weil hier geht immer Wind. Das ist, Sie sehen ja, wie flach das Land hier ist. Franz ist zu diesem Zeitpunkt 62 Jahre alt. Einige Wochen später ist die Kunstinstallation abgefackelt. Franz glaubt, es sei ein gezielter Brandanschlag gewesen. Franz, was ist passiert? Wie man sieht, hat man mein Lager angezündet. Man glaubt, man kann mich damit kleinkriegen. Ich soll hier weg. Das ist eine Installation, ich habe da schon drüber gesprochen. Eine Performance, das ist Kunst. Ich habe Zweifel an der Theorie vom Brandanschlag. Franz steht im Verdacht, selbst gerne mit Feuer zu experimentieren. Doch Franz behauptet, man wolle ihn vom Platz vertreiben.
Will sie jemand zum Aufgeben zwingen? Natürlich. Nicht nur mich, sondern alle Brandstiftungen, die hier passiert sind, sind aus diesem Grunde passiert. Weil die uns hier weghaben wollen, nach wie vor. Sie lügen uns frech ins Gesicht, dass wir hier geduldet sind. Ja? Das ist nicht der Fall. Franz, wenn Sie sagen, Sie wollen sie weghaben, wer ist Sie? Ich kann's Ihnen nicht sagen, ich kenne die Leute nicht. Aber es müssen die Leute sein, die hier ein Interesse haben dran, hier Kapital draus zu schlagen aus einem Stück Land. Und wer wird das wohl sein? Die Frage können Sie sich selber beantworten. Die nächsten Nächte schläft Franz vor dem Hauptbahnhof. Er bekam von Kumpels das Angebot, in eine ehemalige Kleingartenanlage umzusiedeln. Doch er zögert noch. Franz, sind Sie schon umgezogen? Nein, momentan noch nicht. Denn momentan ist noch, habe ich eine Schonfrist von 30, also von 3 Wochen. Auf dem Brachland hinter dem Hauptbahnhof lebten zeitweise bis zu 50 Personen. Viele von denen schlafen nun, genau wie Franz, vor der Westhalle des Bahnhofsgebäudes. Denn die alten Lagerhallen werden abgerissen. Auf dem 11 Hektar großen Gelände soll ein neues Wohngebiet entstehen. Doch außer dem Abriss der illegal bewohnten Hallen passiert erst einmal nichts. Frühjahr 2020. Franz hat wieder aufgebaut und die Corona-Pandemie zwingt das Land zum Zuhausebleiben. Was bedeutet das für jene, die kein Zuhause haben? Wie geht's? Ausgezeichnet. Ja. Wie kommen Sie durch die Krise? Wir haben immer Krise. Also wir kommen da super durch, weil wir das gewöhnt sind. Ist so. Wir leben am nächsten zur Natur, würde ich sagen. Es ist so, dass man in der Natur eher Abwehrkräfte entwickeln kann. Natürliche Abwehrkräfte, die der Körper bereits beinhaltet. Mahlzeit! In Franz' wiederaufgebaute Zeltstadt ziehen jetzt immer mehr, meist junge Leute ein. Franz ist für sie zur Vaterfigur geworden. Diese Aufnahmen sind die letzten, die ich von ihm drehe. An einem Sommermorgen, einige Wochen später, will ich Franz spontan besuchen. Doch es gibt dramatische Neuigkeiten. Franz ist gestern gestorben. Zwischen 16 und 17 Uhr haben wir hier mitgekriegt, dass Franz dort auf der Matte halt gestorben ist. Ja. Ihr wart dabei? Ja, dabei war keiner. Ich meine, die Ecke, die ist ja nicht ein, ist fast, naja, ne. Hier ist er eingeschlagen. Auf dieser Matratze lag er, ja? Ja. Und gab es irgendwelche Anzeichen? Nee. Das ist halt unser Vater, ne? Der war der Letzte hier, 64. Also, das ist schon gut, sowas zu machen. Haben Sie eine Ahnung, warum er gestorben ist? Nein, keine Ahnung. Wir wissen es selber nicht. Wir kriegen nichts gesagt. Wir sind kein Familienmitglied. Das ist unser Problem. Wir wissen es nicht. Ich hoffe, ja, dass wir wenigstens rauskriegen, wo er beerdigt wird. Na, dass wir wenigstens uns verabschieden können nochmal von ihm dort. Ja. Wer hat ihn denn gefunden? Der Tobi hat ihn gefunden. Ich hab ihn als zweites gefunden. Ja. Hab's halt sofort auch gesehen, das sieht man ja, ne? Wenn jemand sofort, also wenn da nichts mehr zu machen ist, also, dann sieht man, das ist, ja. Ich sage, wenigstens kriegt das nicht mit, wenn sie es räumen, weißt du, ich meine, er hat das hier aufgebaut, viele Jahre, weißt du, ich meine, er wollte hier auch nicht weg, halt, ja, der Tod ist allgegenwärtig, ne? Der gehört dazu, bin ich erst 64 geworden, ja. Das ist eigentlich kein Alter, ne? Aber ich sag mal so, er kriegt die Räumung nicht mit, er wollte hier nicht weg und das tut mich ein bisschen froh stimmen. André und ich kennen uns seit fast 4 Jahren. Er ist einer der Altmieter der Obdachlosensiedlung am Hauptbahnhof. André, seit wann wohnen Sie hier? Seit
Also ich jetzt seit 6 Wochen, seit ich aus dem Gefängnis entlassen wurde, weil, ja, Mietschulden halt, ne? Als der 31-Jährige im Winter aus der Haft entlassen wird, kümmert sich offenbar niemand darum, wo er nach der Inhaftierung wohnen wird. Entlassen in die Obdachlosigkeit. Unterschlupf haben er und sein Bruder in dieser ehemaligen Lagerhalle gefunden. Wo habe ich denn meinen Schlüssel? Wie, Schlüssel ist abgeschlossen? Hä? Ist abgeschlossen? Ja, das war bloß ein Witz mit dem Schlüssel. Ja, wie gesagt, ist nicht gerade aufgeräumt, da. Wenn man abends hierher kommt, da ist es dunkel. Ja, da sieht man das alles hier so nicht, dann ist das eigentlich mal alles noch so ganz erträglich, aber wenn man sich das mal so im Hellen anguckt, dann ist es eigentlich doch schon ganz schön unordentlich hier. Was mich noch interessieren würde, ist, wo geht man hier aufs Klo, wo wäscht man sich, wo putzt man sich die Zähne? Auf Toilette, wo geht man hier auf Toilette? Wo sie Lust haben? Da muss ich das mal so. Also für die Zuschauer, die das Video sehen, die müssen eigentlich mal übelst denken, was wir für Drecksauen sind, oder? André konsumiert seit er 16 Jahre alt ist Heroin und Crystal. Dass er überhaupt noch lebt, so meint er, läge an seinen Haftstrafen. Im Gefängnis sei es schwerer, an Drogen heranzukommen. Im Frühjahr 2020 treffe ich André wieder. Hallo André. Zum Höhepunkt des Corona-bedingten Lockdowns gibt es für ihn kaum Einnahmen hier. Aber wieder ein dramatisches Erlebnis. André, wo wohnen Sie jetzt? Immer noch dort hinten, wo ich vorher gewohnt habe. Da ist Mord passiert? Es wurde halt eine Freundin von uns tot aufgefunden. Weil das war ein Mädel, die hat kein was getan. Das war eigentlich. Die hat immer ihr Ding gemacht, immer alleine. Und sie dann so dermaßen zuzurichten, dass man sie nicht mehr erkennt nach der Identifikation. Ich hoffe halt nur, dass die Polizei ihr Bestes tut und den Typen halt irgendwie halt kriegt. Ja. Der Mord war eine Beziehungstat im Drogenmilieu. Das Opfer erst 24 Jahre alt. An genau der Stelle, an der André bettelt, traf ich vor 3 Jahren eine alkoholabhängige junge Frau. Melanie, Sie sind schwanger, ja? Ja. Und was wird es? Es wird gesund. Ich möchte es noch nicht verraten, aber es wird gesund. Es ist Abend geworden. Melanie sagt, sie hätte an diesem Tag noch nichts gegessen. Ich lade sie in ein Schnellrestaurant ein. Als wir im Warmen sind, bewegt sich plötzlich das Kind im Mutterleib. Melanie ist im 7. Monat. Auch Melanie lebt in einer Lagerhalle, hochschwanger, alkoholkrank und ohne Schutz und Hygiene. Einige Tage später, Melanie entbindet im St. Georg Krankenhaus einen Sohn 8 Wochen zu früh. Melanie, so schnell ging es am Ende. Ja, es ging sehr, sehr schnell. Du bist ja zu früh gekommen. Der Kleine ist nicht so früh gekommen, der ist ordentlich gekommen. Wissen die Ärzte hier, dass sie obdachlos sind? Ja, ich habe das Jugendamt alles eingeschaltet, alles. Wo ist das Kind jetzt? Das ist jetzt drüben in der Kinderstation. Dass sie während der Schwangerschaft fast täglich Alkohol trank, fand sie nicht schlimm. 10 Tage nach der Entbindung sitzt Melanie wieder an ihrem Stammplatz vor dem Leipziger Hauptbahnhof. Ihr Kind hat sie seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Alles, was hier bleibt, sind Kumpel Jürgen, etwas zu trinken und ein paar Fotos. Fast 2 Jahre lang habe ich Melanie nicht gesehen. Dann ein überraschendes Treffen. Sie erzählt, dass sie in Karl-Marx-Stadt war. Gemeint ist der Frauenknast in Chemnitz. Warum sie dort einsaß, sagt sie mir nicht. Wie lange waren Sie in Haft, Melanie? 1 Jahr und 8 Monate. Ich habe jetzt wieder ein neues Haus, aber im selben Ort und Platz, bloß gegenüber. Das heißt, Sie sind obdachlos? Ja, leider. Einige Wochen wohnte Melanie in einer Suchthilfeeinrichtung. Warum sind Sie beim betreuten Wohnen raus? Weil ich nicht unter dem Fittich stehen wollte, wie so ein kleines Kind, so ein 14-jähriges Kind. Deswegen wahrscheinlich.
Was Melanie mir zu diesem Zeitpunkt nicht erzählt, ist, dass sie wieder schwanger ist. Doch am Bahnhof wissen alle davon. Deswegen will ich von euch irgendwas mit mir. Als wir uns wiedersehen, ist sie angetrunken und wütend. Fast alle ihre Sachen wurden geklaut. Alles ist weggekommen, ja? Alles. Es sind ein paar vereinzelte Sachen noch da, aber ich habe echt die Nerven, die Kraft nicht mehr. So was macht man nicht, so geht man mit Menschen nicht um. Melanie, sind Sie gesund? Ja. Wann waren Sie beim Arzt das letzte Mal? Das war vor einem Monat und ein paar zerquetschte. Ja. Ich bin bloß nervlich, sagen, niedergeschlagen. Ja. Nervlich angeschlagen. Und dann die Überfälle, denn durch die Problematik, die sich dadurch ergeben hat. Und dann schläft die alleine irgendwo und ist obdachlos. Schwangerschaften von Frauen, die auf der Straße leben, sind in der Regel nicht gewollter Familienzuwachs. Gewalt gegen Frauen und mangelnde persönliche Gesundheitsfürsorge spielen eine Rolle. Bei der Leipziger Bahnhofsmission treffe ich Sozialarbeiterin Sophie Wischnewski. Sie kennt weitere Ursachen. Bei Frauen ist erstens der Anteil der verdeckten Wohnungslosigkeit viel, viel höher als bei Männern. Also Frauen sind häufiger bei Freunden untergebracht, also dass sie auf der Couch irgendwo schlafen oder dass sie eben für eine Übernachtung gewisse Leistungen an Männer erbringen und dafür dann die Nacht irgendwie verbringen können, sodass sie gar nicht so sichtbar sind im Stadtbild wie die Männer. Bei Frauen ist viel länger so dieses Gefühl da, ich muss das alleine schaffen, ich bin es nicht wert, dass mir jemand helfen könnte. Das Gefühl habe ich auf jeden Fall, dass Frauen, die zu uns kommen, häufig dann auch wirklich kaum noch ein soziales Netz haben, wo sie sich hinwenden könnten und wir da tatsächlich die letzte Anlaufstelle sind. Nach dem ersten Wiedersehen mit der schwangeren Melanie ist sie plötzlich verschwunden. Ich möchte sie noch einmal sprechen und mache mich auf die Suche. Im Park gegenüber vom Bahnhof treffe ich Heiko, einen netten Typen aus der Trinkerszene. Ja, was ist mit Melanie? Also Melanie haben wir, wenn ich ehrlich bin, vor 14 Tagen das letzte Mal hier gesehen. Da hatte sie ihren Einkaufswagen stehen gehabt mit dem ganzen Equipment, was sie hatte. Wir hatten mit ihr gut geredet. Sie hat immer ihren Müllmann getrunken, hat Spaß gehabt mit uns. Und sie hat getrunken, ja? Jeden Tag und ist schwanger. Jeden Tag ist schwanger und hat immer mindestens zwei große Flaschen Müllmann getrunken, so grüner Likörschnaps. Und jetzt kriegt sie wieder ein neues Kind. Wir wissen bloß nicht, von wem das Kind ist. Das ist die andere Sache. Wir wissen nicht, wo sie sich aufhält. Das ist das Problem. Na, dass sie vielleicht entbunden hat und in der Klinik ist, kann das sein? Dann hätten wir von der Mission irgendwo Bescheid bekommen, weil sie auch viel in der Mission war. Aber da konnte uns auch keiner irgendwie eine Info geben. Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. Das gleiche Dilemma wie vor 3 Jahren. Noch einmal bin ich bei der Bahnhofsmission. Doch auch hier hat niemand Melanie gesehen. Einige hundert Meter weiter, in diesem Haus, soll Melanie zuletzt geschlafen haben. Melanie? Hier ist niemand, doch dann bekomme ich einen Hinweis. In einem Park im Leipziger Osten, unweit einer Methadon-Ausgabestelle, ein Treffpunkt von Drogenkonsumenten und Alkoholikern. Hier wurde Melanie in den vergangenen Tagen oft gesehen und hier soll sie nachts ihr Kind entbunden haben. Ich weiß, dass sie bis kurz vor ihrer Geburt konsumiert hat und dann nachts hier Presswehen gekriegt hat. Vorhergehen, also es war erst im 8. Monat und ja, dann nachts der Notarzt gerufen worden musste. Melanie! Nur Tage später treffe ich Melanie zufällig am Hauptbahnhof. Hi. Grüß dich! Wie geht's? Sie sieht nicht gut aus, aufgedunsen und krank. Als ich sie nach dem Kind frage, wird sie wütend und will, dass ich gehe. Wie bitte? Okay, Melanie, ich lasse dich in Ruhe. Mach's gut. Tschüss.
Warum gelingt es nicht, suchtkranke Frauen in Obhut zu nehmen und engmaschig zu betreuen? Carlo Arena, der italienischstämmige Leiter der Bahnhofsmission. Es ist immer möglich, dass es trotz aller Angebote Menschen gibt, Frauen gibt, die trotzdem auf die Straße leben wollen. Auch wenn die schwanger sind, auch wenn die unmittelbar von der Geburt sind. Die Gründe sind vielfältig. Man muss auch in der Seele der Menschen schauen können. Das ist für uns als Bahnhofsmission ist, wir sind für diese Menschen da, die wissen, dass die Bahnhofsmission da ist. Was gemacht werden kann, aber die Stadt hat für uns schon viel gemacht. Die Mittel sind mehr als verdoppelt worden in der letzten Jahr. Ich war allein bis vor 2 Jahren, jetzt habe ich 2 Sozialarbeiterinnen mit mir. Also es ist etwas gemacht worden. Man kann immer verbessern, aber ich meine, das ist meine persönliche Meinung, es wird immer eine gewisse Prozentuale von Menschen, die trotzdem auf die Straße leben möchten, wollen oder können. Vielleicht können die nichts anderes als so. So wie Nadine, als sie noch trank, als die Sucht noch ihren Alltag bestimmte und Nadine fast daran zugrunde ging. Seit fast 3 Jahren ist sie jetzt trocken. Ich will sie ein letztes Mal treffen und wissen, ob sie denn nun so etwas wie ein Vorbild für die alten Kumpel vom Bahnhof ist, für all jene, die täglich Alkohol und Drogen konsumieren. Ja, ein bisschen Vorbildfunktion habe ich schon. Da fühle ich mich auch gut mit, ja. Das wird das, was mich so ein bisschen stärkt. Also kommen auch viele Leute noch auf mich zu, auf der Straße einmal und sagen, es finde ich klasse, wie du das durchziehst. Und ja, das ist cool. Das hilft eben ungemein, nicht wieder zu trinken, sagen wir mal so. Ja. Nadines Geschichte mit Happy End ist leider eine Ausnahme. Seit 4 Jahren drehe ich nun am Hauptbahnhof von Leipzig. In dieser Zeit sind mindestens 10 Menschen, mit denen ich Kontakt hatte, gestorben. Die nachkommen, werden immer jünger. Und viele von den Alten scheinen sich aufgegeben zu haben. Das als Reporter zu beobachten und zu dokumentieren, fällt mitunter verdammt schwer.